Damit haben wir die Map. Da ist nochmal was Großes tatsächlich, wo wir offenbar noch hin können. Ja. Wow. Okay, wow. Die Map ist offenbar gar nicht... Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Offroad Truck Simulator, Folge 184. Warum sind wir im Menü von SnowRunner? Ganz einfach, ihr seht hier ein schönes neues Bild, das gab es davor noch nicht. Denn das erste Update vom Season Pass rausgekommen, Search and Recover, hieß das, glaube ich. Bis die Folge draußen ist, ist das bestimmt schon längst draußen, weil ich mit dem Uploads wirklich gewaltig im Rückstand bin. Aber ja, ihr seht jetzt mittlerweile auch meine wunderschöne neue Facecam, die Sony ZV-1 hier am Start. Deswegen tipptopp, Webcam-Qualität ist da. Und wir gehen weiter. Was hat das Spiel jetzt wieder an Neuerungen? Wir hatten ja letztens erst die neue Map Riss ein bisschen erkundet, wo wir jetzt hier auch gerade immer noch drauf sind. Da hatten wir auch schon ein bisschen was erledigt. Hier sind noch ein paar Upgrades, die wir noch nicht eingesammelt haben. Warum nicht? Ich dachte, wir hatten schon alles. Oder sind die jetzt einfach neu gekommen? Auf einmal sehe ich sie oder wie? Das kann natürlich sein. Wenn mir war so, als hätten wir das letztens gemacht. Egal, wir gehen auf die globale Karte und wir sehen. Ja, was Viertes. Jetzt ist etwas dazu gekommen, nämlich die Halbinsel Kola. Die Halbinsel Kola ist vom eiskalten Meer umgeben und eines der nördlichsten Gebiete des europäischen Teils Russlands. Obwohl das meiste davon eine endlose Mauer aus Taiga-Wäldern zu sein scheint, die von einem gelegentlichen Fluss oder einer steilen Klippe durchsetzt ist, bietet die wenig einladende Fassade viele Geheimnisse, die jedes Jahr alle Arten von Geschichtsinteressierten anlocken. Selbst jetzt ist eine wieder... neue Expedition zu den Städten des vergangenen militärischen Ruhms auf der Suche nach fähigen Fahrern. Regionaler Fortschritt, verlassene Bunker aufgesucht. So, Werkstatt geöffnet. Es ist eine neue Werkstatt da. Und ich würde sagen, wir nutzen das jetzt einfach mal und gucken uns mal ein bisschen hier auf der neuen Map um. Ein paar neue Missionen sind auch dazu gekommen. Hier ist die Map. Drei Türme, die wir natürlich alle aufklären müssen. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen jetzt mal zur Werkstatt. Denn auch hier soll es wieder neue Fahrzeuge geben und so geht das halt immer weiter. Wir gucken mal in unser Trucklager. Da haben wir zum Glück noch was da. Nice. Hier haben wir auch noch unseren wunderschönen... Scout. Den werden wir doch erstmal nehmen. So. Da sind wir. Schön. Cool. Die Map scheint nicht so groß zu sein. Da müssten wir nochmal gucken. Okay, hier scheint schon Ende zu sein. Das heißt, wir fixieren mal diesen Turm. Okay, wie weit ist der Turm weg? 1000 Meter, ja, okay. Wir erkunden die Map erstmal, wie immer. Dann können wir diesen Scout wieder benutzen und dann probieren wir mal ganz normal wieder die Mission hier zu erledigen. Ich hatte jetzt tatsächlich einen guten Monat SnowRunner Pause und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir wirklich gut getan, weil ich dann doch echt die Nase mal ein bisschen voll hatte von dem Game. Dieser Start hier sieht halt wirklich so ähnlich aus wie Russland. Selber wie Taimir. So. Das da sieht doch nach einer Tanke aus. Da fahren wir mal kurz hin. Warum habe ich nur 40 Liter? Egal, hier ist eine Tankstelle. Geil. Schon mal nicht schlecht. Ist hier echt nur 40 Liter? Mal ganz kurz gucken hier. Ja, wo gerade mein. Damit können wir doch nochmal ein bisschen mehr Benzinchen tragen. Nochmal 80. Geil. Mal zweimal komplett auftanken. Das ist besser. Wow. Schön. Na gut. Lange nicht mehr hier gewesen.
Neue Map, wieder am Start, frischer Content. Darauf habe ich gewartet. Die anderen Maps sind noch nicht durch, ne? Klar, aber da kommen wir auch nochmal drauf zurück. So, dann bei Rist die ganzen Upgrades nochmal einsammeln. Wir haben auf jeden Fall wieder deutlich zu tun. Ich werde jetzt auch wieder ein bisschen häufiger SnowRunner aufnehmen, weil ich auch wieder ein bisschen Bock drauf habe. Jetzt hatte ich auch erstmal eine lange Auszeit, habe mich um andere Spiele so ein bisschen gekümmert und jetzt geht es hier endlich wieder mit SnowRunner weiter. Aber wenn ich das geschickt angestellt habe, habt ihr davon sowieso nichts mitgekriegt, weil die Folgen immer schön regelmäßig täglich kamen. Darum habe ich mich natürlich gekümmert für euch. So, guck mal hier. Eine Aufgabe. Fabriksilhouette. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Da oben, ja. Okay, das sieht gut aus, diese Straße. Machen wir mal die. War schon gehupt, das ist noch eine Mission. Okay. War immer mit Diff-Sperre, weil das ein bisschen besser, glaube ich, funktioniert. Der Turm scheint da oben zu sein und ich glaube, diese Straße, die führt uns da auch hin. Es geht zumindest schon mal bergauf. Das ist ja an sich schon mal richtig. Ja. Gott. Natürlich ein bisschen Steine. Ja, sehr, sehr schön. Eine weitere Schneekarte. Na, klasse. Da werden die Trucks wieder ihre Freude dran haben. Der Scout, der gräbt sich einfach durch, ne? Aber... naja. Schauen wir mal, dass wir die Karte dann jetzt demnächst hier aufklären. Dass wir wissen, womit wir es zu tun haben. War relativ klein. Es soll auf jeden Fall noch eine zweite Karte kommen. In diesem Gebiet, glaube ich. Und Kanada sollte doch auch noch kommen, oder? Also mittlerweile, das ist wirklich... einfach nur heftig. Und wenn ich bedenke, dass wir jetzt schon fast 200 Folgen haben. Das ist das größte Projekt, was ich jemals hatte. Sicherlich auch haben werde. Bewegen wir uns mal hier Richtung Turm. Mal gucken, ob es hier auch Upgrades gibt. Vielleicht auch für die neuen Trucks, die man hier vielleicht noch finden kann. Oder vielleicht kann man sie auch nur kaufen. Das werden wir dann auch rausfinden, selbstverständlich. So, zack. Keine Upgrades, alles klar. Aber ein neuer Sound, natürlich auch bei den Türmen. Und einige Missionen. Oh, guck mal. Ja, hier ist die Karte auch zu Ende. Also, ja. Wir gehen auf diese Straße, auf die Hauptstraße und dann sehen wir den nächsten Turm schon an. Gibt es hier ein Durchkommen? Es sieht schlecht aus. So, kommst du da hoch, mein Lieber? Wir sind den Kahn auch schon lange nicht mehr gefahren, ne? Weil wir ja den Jar hatten. Der war ein bisschen geiler, weil er drei Achsen hatte. Weil er dann nochmal ein bisschen mehr Benzin tragen konnte und sowas. Wir spielen immer noch ohne Mods komplett. Habe ich mich bis heute geweigert. Weil die mir das Spiel so ein bisschen kaputt machen, meiner Meinung nach. Obwohl man dadurch viele Sachen hätte einfacher und schneller machen können vielleicht. Aber... ah. So, bleiben wir mal auf der Straße. Gehen wir hier kein Risiko ein. Wir wollen hier schließlich konfliktfrei
unser Ziel erreichen. Und hier sieht die Straße auch mal ein bisschen besser aus. Zumindest nicht mehr so viel Schnee, aber wahrscheinlich Wasser, ne? Mmh, eiskaltes Wasser. Juhu. Okay, hier ist eine etwas größere Sammelstation offenbar. Hier ist nichts. Okay. Warum mag hier keinen Getriebeschaden provozieren? Können auch ruhig ein bisschen schneller fahren. Denn der kann sich leider nicht ganz so gut fahren lässt. Das ist auch einfach ein bisschen zu schnell. Oder auf Eis. Selbst auf der Straße ist es ja schon schwer, aber das Spiel ist dafür auch nicht ausgelegt. Soll's auch gar nicht. Ist auch gut so. So, jetzt ist die Frage. Wir müssen noch mal ein bisschen weiter. Um zu sehen, welche Straße uns jetzt zu unserem Turm führt. Ob wir jetzt hier nach links müssen oder geradeaus. Da hinten ist er ja. Wir fahren erstmal geradeaus. Gucken dann mal. Notfalls drehen wir eben um. Okay, sieht schlecht aus. Wir könnten natürlich auch probieren, so durchzufahren, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Es muss besser gehen. Hier ist zum Beispiel eine Straße, die abgeht, aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir... Ah, guck mal, hier sieht es ja so aus, als könnte man hier fahren. Probieren wir es mal erstmal auf dem einfacheren Wege. So. Das hier ist aber nochmal fieses Terrain hier, was uns hier schön im Weg steht. Interessant. Müssen wir die Diff wieder anmachen. Dann ist das aber auch gar kein Ding. Ja, Tatsache ist hier eine Art Straße, die uns direkt zum Turm führt. Dann haben wir schon mal wieder zwei Drittel der Map aufgespottet. Das ist doch schön. Muss mal kurz meine Lehnen zur Seite machen, damit meine Arme hier Platz haben. Einfach entspannt. So, da ist der Turm. Guck mal. Der Tank ist mittlerweile aber auch schon wieder fast durch. Ah, schaffen wir noch den dritten Turm? Dann wäre es ganz geil, dass wir da schön alles aufgeklärt haben. Okay, keine Upgrades weiterhin. Das scheint so eine lange Karte zu sein, oder? Ich weiß nicht, ob die klein ist oder groß. Naja, gut. Gucken wir einfach mal. Wir fahren mal wieder runter und dann mal hier lang. Interessant. Es führt ins Nichts da.
So, derselbe Weg wieder zurück. Dann gucken wir mal, ob wir da noch hinkommen in dieser Folge. Das wäre ganz nice. Können wir nämlich mal in der nächsten Folge probieren, einen Truck hierher zu bringen. Mit dem wir dann Missionchen erledigen könnten. Dieser Wagen gibt manchmal irgendwie Geräusche von sich, die erinnern mich an Minecraft, ne? Ja, nur manchmal. Lustig. Belastende Straße. So, wir müssen gleich tanken. Ziemlich weitläufig hier. Hier kann man fahren. Schön, dass er einfach nicht mehr anfahren wollte. Hab doch noch einen Liter drin gehabt. So, wir haben ein Drittel unserer Tankfüllung verbraucht. Aber wir haben nur noch einen Punkt. Danach brauchen wir den Scout ja theoretisch auch nicht mehr. Gott, was für eine Straße. Ah, ups. Aber hier ist auch was, ey. Geil. Ah, coole Map. Ja, einfach mal rum. Das ist schon perfekt tatsächlich. Oh, und auch gut in der Zeit, Mensch. Aber genau die eine Folge hier, um die Karte aufzuklären, genutzt. Ja. Jetzt machen wir die Winde hier zur Hilfe, die haben wir ja auch noch. So. Fahren wir mal hier noch rum. Zeit nehmen wir uns hier. Zack. Damit haben wir die Map. Da ist nochmal was Großes tatsächlich, wo wir offenbar noch hin können. Ja. Wow. Okay, wow. Die Map ist offenbar gar nicht...
Wie jetzt? Da ist noch was. Ich dachte, hier wäre Schluss. Da hinten ist offenbar noch irgendwas. Wir werden es rausfinden, Freunde. Und zwar in der nächsten Folge. Da geht es nämlich an dieser Stelle hier weiter und dann gucken wir mal, ob wir schon mal uns an die ersten Missionen ranmachen. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.